Noch nicht lange ist es her und da hat Mario Cantalupi noch selber die Fäden im Mittelfeld vom FCB in der Hand gehabt. Im rot-blauen Trikot hat er dann auch seinen grössten Erfolg gefeiert. Vom Aufstieg im 1994 über den Meistertitel und Köpsig bis zu der magischen Champions-League-Nacht hat er beim FCB alles erlebt. Dementsprechend ist die Verbundenheit mit der Region auch gross. Da liegt es auf der Hand, dass der Mario Cantalupi den ersten Schritt als Trainer zu Basel macht. Dazu ist es gekommen, da ich mein Herz immer für den FC Basel geschlagen hat und ich den Patti Kramen sehr lange kenne und er seit Jahren sehr, sehr erfahren ist, auch im Juniorenbereich. Da habe ich ihn gefragt, ob ich bei ihm nicht ein halbes Jahr lernen von ihm und hat dann gerade zugesagt, dass er das abklärt und dank dem FC Basel wieder einmal mehr haben sie das zugesagt und ich durfte das geniessen, ein halbes Jahr lang. Während dieser Zeit hat er also geschaut, wie die Nachwuchsarbeit vom FCB funktioniert und aus dem ursprünglichen Praktikum ist dann mehr geworden. Dank dem halben Jahr haben sie mir dann die Möglichkeit gegeben, mit der U13 vom FC Basel meine erste Erfahrung als Trainer zu machen. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel Spass. Der Mario Cantalupi kümmert sich also um eine der jüngsten Mannschaften beim FCB. Viermal in der Woche wird trainiert, am Wochenende sind die Match. Die Arbeit als Trainer sei anspruchsvoller, als er am Anfang gedacht hat, stellt der Mario Cantalupi fest. Ich nehme sie als, wirklich als kleine Persönlichkeiten, die anreifen müssen, dass ich gewisse Sachen aus meiner Erfahrung kann natürlich weitergeben, auch als dreifacher Papi, dass man den Umgang, auch wie man mit ihnen redet, dass man Geduld hat, wo ich in den letzten Jahren nicht unbedingt immer hatte, dass ich das auch lerne. Für mich ist es auch ein Prozess, den ich von ihnen lernen kann. Und jeden Tag kommen immer wieder kleinere Probleme, die du eigentlich wirklich lösen kannst. Und ja, das ist die grosse Herausforderung. In einem Bereich seien die jungen Buben den erwachsenen Fußballer aber voraus, sagt der ehemalige Nationalspieler aus eigener Erfahrung. Sie setzen sehr schnell um als Grössere, weil zum Teil als Profi haben wir auch dreimal das Gleiche gehört, haben sie immer noch nicht umgesetzt und die Kleinen innen, 4-5 Wochen setzen sie eigentlich das um, wo wir eigentlich wollen. Also das ist schon beeindruckend. Der Mario Cantalupi probiert seine Trainerkarriere also zu Basel zu lancieren. Sein Ziel ist es, in 4 bis 5 Jahre als Profitrainer zu arbeiten. Das ist in der kleinen Fußballschweiz gar nicht so einfach. Es gibt im Moment ja viele ehemalige Super League oder Nationalliga A-Trainer, die heute arbeitslos sind. Es wird immer enger. Es hat 10 Super League Clubs und sehr wenige Challenge League Clubs, die wirklich, sagen wir jetzt mal bös gesagt, richtig interessant sind. Sicher ist es, aber ich glaube, das ist nicht nur im Fußball so, das ist auch in deinem Job so. Wenn du nicht gut bist oder besser als die anderen, dann wirst du es schwer haben. Und mein Ziel ist einfach, alles in meiner Macht stehend so zu erfüllen, dass der Weg aufgeht. Und wenn halt nicht, dann schauen wir weiter. Radio Basel ist das offizielle FCB-Radio. Ich glaube, dass wir die Qualität haben, auch Meister zu werden im nächsten Jahr, dreimal hintereinander. Hat ja auch noch keiner geschafft und das ist ein tolles Ziel von uns. Radio Basel bringt alle Spiele live. Wenn du natürlich so kannst, den Match heimspielen wie jetzt die Buben, wenn du weißt, da kann nichts mehr anbrennen, das ist natürlich Legende. Radio Basel bringt alle Medienkonferenzen live. Ich bin einfach Stürmer und ich fühle mich enorm wohl in dieser Mannschaft. Und bringt alle FCB-Informationen, die sie wissen. Die Fans hier, die ganze Stadt ist unglaublich und Hut ab vor diesen Fans, vor dieser Stadt. Radio Basel, das offizielle FCB-Radio. Immer da.